Hallo, herzlich willkommen zu Dice and Paws, Würfelglück und Katzenjammer. Ihr werdet euch jetzt denken, was ist das? Ja, das ist genau das, was wir die nächsten Folgen durchgehen werden. Wir sind Rollenspielfans und zwar von der schwarzen Katze. Wer sind wir? Da komme ich gleich dazu. Aber wir haben uns überlegt, einen Podcast zu machen und er beruht ein bisschen auf Pen und Paper und... Sehr auf die Schwarze Katze, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel von der Firma Ulysses, spiele. Und ja, darum geht es in dem ganzen Podcast in mehreren Folgen. Wie viel es werden, das hängt eigentlich von uns allen ab, von euch, von uns. Und um was geht es in der ersten Stunde, die wir hier haben, also Folge 1. In der Folge 1, das ist die, die ihr gerade hört, da wollen wir einfach euch mal näher bringen, wie sind wir überhaupt zum. Äh, ja, Rollenspiel gekommen. Ich wollte gerade Roleplay sagen, also dieses Englisch-Deutsche. Im Hintergrund lacht man mich schon aus. Das heißt RPG? Nein, das heißt NPC? Nein. Aber ich wollte eigentlich nur erzählen, also in der nächsten Stunde geht es darum, wie sind wir zum Rollenspiel gekommen? Warum die schwarze Katze? Aber ich fange mal ganz von hinten an. Und zwar werden wir uns einfach mal kurz vorstellen. Wir sind zu viert. Wir sitzen hier in einem kleinen Aufnahme-Kämmerlein-Studio. Mitten in Havanna am Hafen. Es riecht nach Gärfisch. Ganz ekelhaft. Ich bin eigentlich eine Katze, aber ich mag Gärfisch überhaupt nicht. Und ich würde sagen, wir stellen uns jetzt vor. Wir fangen aber nicht mit den Frauen an. Ich hätte jetzt gesagt, die Frauen müssen immer zuerst. Ihr kennt das Höflichkeit und so. Aber die Frauen sind so nervös. Ich glaube, das ist schon Take 173, den wir versuchen, weil sich jeder immer kaputt lacht. Was aber auch gut ist. Das macht uns tierisch viel Spaß. Und die Damen sind nervös. Deswegen fange ich einfach mit dem Mann neben mir an. Links neben mir sitzt der Patrick. Und der erzählt euch jetzt, wer er ist, was er macht und warum er überhaupt da ist. Ja, hallo zusammen. Ich bin, äh, wie schon gesagt, äh, Patrick. Ich bin Anfang bis Mitte 30. Ich hoffe, man hört mir das nicht so an. Spaß beiseite. Und ähm, ja, was soll ich erklären? Also, wie ich zum Pen and Paper gekommen bin, eigentlich? oder? Das könntest du machen. Das könnte ich machen. Äh, ich kann es eigentlich ganz kurz machen. Ich bin ähm, über die Rocket Beans, ich weiß nicht, der ein oder andere kennt sie wahrscheinlich. Ähm, die haben einen YouTube-Kanal, beziehungsweise einen 24-7-Gaming-Sender, kann man sagen. Und ähm, dort werden auch regelmäßig Pen und Paper Rollenspiele veranstaltet. Mit dem gute, guten Hauke Gerdes, den mag ich sehr, sehr gern als Moderator. Und so habe ich eigentlich zum Pen und Paper mehr oder minder gefunden zum Rollenspiel. Und jetzt sitze ich hier. Und er lebt übrigens genauso wie ich und die anderen beiden in der Ostschweiz. Und wenn die Damen jetzt nicht nervös sind, würde ich sagen, könnten sie sich auch ganz kurz vorstellen. Ich darf ja erst zum Schluss, ich, der Esel nennt sich immer zum Schluss, oder wie war das? Nein, ihr wisst schon, was ich meine. Aber die beiden Damen, ihr könnt auch gerne, wenn ihr nervös seid, zusammenreden. Auf einmal. <laughs> Aber es wird sicherlich, sicherlich, ich, ich reiche einfach mal das Mikro weiter. Ich glaube, ich fange mal an, ist besser als beide gleichzeitig, dann versteht man uns nicht. Also, ich bin die Miriam, ich bin Ü30. Und ähm, ich bin zum Rollenspiel gekommen wegen eigentlich den anderen. Es ist so die Idee geboren, wir könnten das ja mal gemeinsam versuchen. Und ja, und dann war die Frage, was machen wir? Und nachdem ich jetzt nicht der Wahnsinnsfan bin, so von. Dungeons and Dragons oder Fantasy in dem Sinn ähm, sind wir dann auf die schwarze Katze gestoßen ich habe gesagt alles mit Katzen kann nur gut sein. Hallo, ich heiße Rahel. Ich bin wie Miri auch. Darf ich Miri sagen? Ja. Okay. Wie Miri auch durch diese Geschichte. So weiß ich nicht. Was ich sage. <lacht> 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 Zum Rollenspie ja, wie Miri zum Rollenspiel gekommen, genau. Und ich finde das genial. Ich habe vorher nicht viel davon gehört. Patrick hat ab und zu etwas davon erzählt, aber das hat mich nicht so sehr gecatcht, wie jetzt dieses Spiel zu spielen. Habt ihr das Ausatmen gehört? Jetzt sind sie gerade, es ist gerade irgendwie ein, ich weiß nicht was, vom Steiner Herzen gefallen oder so. Aber schön. Ja, es ist, alle sind noch ein bisschen nervös, das gibt sich mit den weiteren Folgen. Es wird ab und zu mal eine Folge geben mit mir alleine, ab und zu mal eine mit Patrick, mit Rahel, mit Miri. Das heißt, wir werden einfach irgendwann zusammen wieder alle da sitzen. Was wir machen möchten und auch werden, ist euch auf alle Fälle mit in unsere Abenteuer nehmen. Da komme ich dann aber gleich dazu. Ich möchte noch sagen, ich bin der Frank. Ich bin, ja, ü, 50. Ganz schlimm. Ich bin so alt. Aber ja, die Leute müssen mich hier immer hoch und runter tragen. Nein, natürlich, so schlimm ist es noch nicht. Aber ich bin zum Rollenspiel gekommen, das erste Mal vor knapp 40 Jahren. Und war dann so begeistert davon, dass ich mir die schwarze das schwarze Auge geholt habe und zwar die Einsteigerbox damals, wo sie rauskam. Ich war totaler Fan, aber mir geht es so wie vielen anderen auch. Die Box habe ich nie ausgepackt und als ich sie dann irgendwann mal ausgepackt habe, habe ich nicht verstanden, was in dieser Box ist, weil das war ja irgendwie total neu, das ganze Thema und da stand dann irgendwas drin und du sollst Schauspielern und du sollst ein äh, bisschen kreativ werden und ja, wenn man jung ist, dann denkt man sich so. Boah, es war wirklich mega, mega gut. Und ich finde es schade, dass ich die äh, Box, das schwarze Auge, nicht mehr habe. Aber das war damals noch die Box von äh, Schmidt-Spiele. Ja, und ich würde sagen, ich rede gar nicht allzu viel von mir. Ich lebe auch in der Ostschweiz, wie alle anderen auch. Und ich würde sagen, ja, wie sind wir zur schwarzen Katze gekommen? Eigentlich hat der Patrick mal angefangen und hat gesagt: Hey, wie er euch gerade erzählt hat. Er hat die Rocket Beans gesehen und dass die auch immer Rollenspiele, Pen und Paper gespielt haben, verschiedene Geschichten etc. Und er hat gesagt, er wird das auch gerne mal versuchen. Und dann sind wir irgendwie nach München gefahren, die Miri und ich. Und in München sind wir in einen. Ja, ich sag mal, Pen- und Paper-Laden gegangen. Ich mache jetzt keine Werbung, aber es ist einer der besten Läden und ich kann den nur empfehlen. Und es war so gut. Wir sind in den Laden gegangen und ich habe dann gefragt, wo die Pen- und Paper-Ecke ist. Und er hat dann gemeint, ihr geht jetzt aus dem Laden raus, ihr geht um die Ecke in den Hof. Und in dem Hof habt ihr drei Türen. Die mittlere Tür ist für Pen und Paper, die Links ist für Tabletop-Games, also Brettspiele und die rechte Tür haben wir gar nicht mehr versucht, weil der Koffer war dann schon voll. Und die Miri hat jedenfalls in diesem Laden die schwarze Katze entdeckt und hat gesagt: boah, muss ich haben, will ich haben, ich bin Katzenfan, es geht nichts anderes, nur Katzen, keine Ritter, keine Zauberer, wir wollen Katzen. Und ja, dann ist die schwarze Katze geworden. Wir haben nur noch ein Foto an Patrick und Rahel geschickt und die beiden waren dann auch hellauf begeistert. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wir haben drei Regelwerke zu Hause: Auflage 1, Auflage 2 und Auflage 3, zweimal im Hardcover und einmal im PDF. Nur zum Thema dazu, dass wir auf einmal total gehypt sind. Und dann haben wir die Einsteigerbox uns eben auch geholt gehabt, weil wir gesagt haben, okay, wir haben ja ein bisschen Ahnung, aber nicht so viel, wir verstehen die Welt sowieso nicht. Und deswegen über die Einsteigerbox sind wir dann zu dem Thema gekommen, wie funktioniert Rollenspiel. Und das ist bei der schwarzen Katze recht gut gemacht. Sie haben es nicht so gemacht wie andere, sondern sie haben dich bei der Hand genommen und haben auch dann gesagt, dass du... Die Hefte, die praktisch die Geschichten sind oder das Tutorial zusammenliest. Und das hat ganz gut bei uns funktioniert, oder wie seht ihr das, wenn wir gerade mal zur Einsteigerbox kommen? Also wenn ich wieder einsteigen bzw. anfangen darf mit, mit meinen Erfahrungen, ähm, ich muss ein bisschen jetzt muss ich gerade ein bisschen überlegen. Ich habe ja wie bereits erwähnt so ein bisschen den Profis zugeschaut, eigentlich dabei. Wusste aber nicht, dass das schon eigentlich professionelles Pen and Paper ist. Das heißt, ich bin äh, ganz Perfektionist, wie ich halt leider bin, oder auch, auch äh, gerne bin, wie auch immer, ähm, bin ich da ja sehr ambitioniert an die Sache rangegangen und, und habe gedacht, ich muss jetzt da gleich anfangen zu schauspielern und meinen Charakter leben. Und äh, es, es geht direkt los hier. Ohne Tutorial kommen direkt rein da in den Lachs. Äh, ja. Und da gibt es eine Szene, die kann ich euch nachher noch äh, versprechen, wird noch lustig. Äh, es geht um einen Löffel. Und dieser Löffel war eine, ein, ein richtig schönes Erlebnis, was unser ja, erstes Abenteuer oder das Tutorial angeht. Und das nennt sich, wie hieß es, die ersten Tapser? Die ersten Tapser, ganz richtig. Und ähm, ja, wie, wie habe ich es wahrgenommen? Wie gesagt, ich hab, Ich bin halt irgendwie ganz professionell, habe ich versucht, an die Sache ranzugehen und dachte, ich äh, spiele meine Figur. Ähm, wenig genau Spiele dazu dann später mehr äh, direkt aus habe aber festgestellt ich kann ich kann und darf gerne mal zwei drei Gänge zurückschalten mich zurücklehnen und einfach mal das Tutorial genießen weil man wird wirklich an die Hand genommen es wird einem wirklich ausführlich und gut auch erklärt wie das ganze funktioniert wie man die Angriffe auswürfelt, wie man Fähigkeiten benutzt, wie das allgemein auch mit den Charakteren funktioniert und so weiter. Also wenn ihr auch neu mit dem ganzen Thema seid, dann ihr müsst überhaupt keine Berührungsängste haben. Es ist mega einfach und wird sehr ausführlich erklärt. Genau, und wenn wir jetzt so sagen würden, was ist überhaupt Pen und Paper? Ähm man geht davon aus im ersten Moment, okay, da hocken Nerds am Tisch und die schauspielern sich gegenseitig tot. Das, das ist auch ist, ganz richtig. Das ist ungefähr, <laughs> also, also wenn ich als, sagen wir mal, Zwölfjähriger erzählen müsste, was Pen und Paper ist, würde ich sagen Stift und Papier. Das ist eigentlich auch das, was es ist. Und du musst kreativ sein. Das bin ich eigentlich überhaupt nicht, glaube ich eigentlich so von mir, aber das können andere Leute beurteilen, nicht ich. Es macht Spaß, ich rede gern, ich rede gern viel. Vielleicht hört ihr mal einen 24-Stunden-Podcast von mir über Gott und die Welt, aber das wird vielleicht nicht passieren, man weiß es nicht. Jedenfalls, Patrick hat das Ganze so gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe, er hat was anderes erwartet oder er hat was fertigeres erwartet als wie das, was wir am Anfang gehabt haben. Was, was heißt fertig? Nein, ich, äh, ich habe vielleicht nicht unbedingt ein Tutorial erwartet bin aber auch nicht enttäuscht worden. Ich äh, habe, glaube ich, einfach schon wieder zu, ich habe schon zu viel reininterpretiert, bin schon wieder zwei, drei Schritte weiter gewesen, obwohl ich ja vorher auch nie selber mal Pen und Paper gespielt habe. Ich habe anderen dabei zugesehen und bin halt davon ausgegangen, das müsse so funktionieren, anstatt mich einfach mal zurückzulehnen und ähm, ein, einfach mal zu schauen, wie wirkt das auf mich und äh, ja, das von, von vom Beginn auf an quasi zu machen. Ja genau, mir ging es ähnlich. Ich meine, ich habe ja wie gesagt schon mal Pen ⁇ Paper gespielt, aber da gab es kein festes Universum, sondern da war ich auf einer Zugfahrt, sechs Stunden hat die gedauert, die waren zehn Minuten rum. Ich mein ähm, damaliger Kollege hat eine Geschichte erzählt, ich habe dreimal gewürfelt und sechs Stunden waren rum. Das ist, die Zeit ist verflogen und es hat so viel Spaß gemacht. Und als der Patrick dann eben kam und gesagt hat, hey, wie wär's, spielen wir mal ein Rollenspiel, also Pen und Paper, haben wir gesagt, sofort das machen wir und dann sind wir, wie gesagt, per Zufall in diesen Laden gestolpert. Naja, zufällig war es nicht. Wir haben Patrick gesagt, dass wir da vorbeischauen und uns mal umschauen. Und ich habe eh das schwarze Auge schon gekannt und habe gesagt, hey komm, da können wir uns doch was vom schwarzen Auge holen. Und dann hat Miri eben die schwarze Katze gesehen und dann haben wir dieses Regelwerk in der Hand gehabt und wir sind Fans von Büchern, also Patrick sowieso, Patrick erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr, schreibt nämlich selber auch Geschichten, hat einen eigenen YouTube Kanal, er twitcht und 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 aber ich glaube, da kommen wir gleich noch mal dazu. Ich sehe gerade, die, die Damen sind schon. Jetzt, jetzt sind sie ganz gierig darauf, etwas zu sagen, die Damen. Deswegen sollten wir vielleicht jetzt die Damen wieder. Äh, da wäre ich nämlich genau dazu gekommen. Ich hatte <laughs> Patrick erzählt euch jetzt noch die Geschichte. Ähm, ja, ich sage nur Buckelbier, aber das erzählt er euch nachher selber. <laughs> Jedenfalls möchte ich jetzt ganz kurz das Mikro an die Damen übergeben und die Damen könnten ihre ersten Erfahrungen einfach mal mitteilen, wie das so war, als wir mit der schwarzen Katze angefangen haben. Und oder Miri kann vielleicht noch erzählen, was sie sich gedacht hat, als sie in München die schwarze Katze gesehen hat. Genau, dazu wollte ich nämlich gerade noch was sagen. Wir sind in den Laden reingegangen und haben ja eigentlich noch gar nicht gewusst, was wir genau mitnehmen werden. Und dann war da so ein Flyer, wo die schwarze Katze und dann noch irgendein Abenteuer drauf gestanden ist. Und dann wollten wir eigentlich das haben, aber das wäre nur so eine Art Erweiterung gewesen. Und dann hat uns der Verkäufer, der nette Verkäufer da drinnen, hat uns dann empfohlen, wir sollen noch ein Einsteigerset nehmen und hat uns Dungeons and Dragons in die Hand gedrückt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können das ja mal so zum Einstieg nehmen. Und dann haben wir aber weiter da rumgeschaut und uns halt verschiedene Sachen angesehen. Und dann haben wir die schwarze Katze entdeckt. So ist das eigentlich gelaufen. Ich. ich glaube, vom schwarzen Auge wusste ich da noch gar nichts, aber das ist auch dort gestanden. Genau. Und ja, dann war ich gleich Feuer und Flamme, wie ich die Illustrationen gesehen habe. Und ja, es war, habe ich mir gleich gedacht, das, das ist es. <laughs> und dann haben wir zufällig doch noch eben die Einsteigerbox gefunden. Und die haben wir dann mitgenommen. Und zu den ersten Erfahrungen. Ja, also ich finde, das Tutorial ist sehr gut gemacht, auch für Leute, die eben noch nie Pen and Paper gespielt haben. Wie der Patrick schon gesagt hat, es nimmt einen an der Hand und erklärt eigentlich sehr gut. Was da passiert. Ich habe am Anfang einfach, also bis jetzt noch ein bisschen Mühe gehabt, eben meine Rolle richtig zu spielen, weil doch noch sehr viel Regeln sind, die man lernt mit dem Würfeln, mit den Kämpfen und so weiter. Und ich glaube, da haben wir alle auch am Anfang sehr viele Erwartungen gehabt, wir mussten da jetzt gleich spielen und so weiter. Und ich glaube, das kommt aber dann mit der Zeit natürlich, gehe ich jetzt mal davon aus. Ja, der erste Tag, also die ersten paar Stunden, so die ersten drei bis vier Stunden, das war ein Samstagnachmittag. Als wir angefangen haben zu spielen, das war sehr anstrengend. Also wir sind alle mit vollen Köpfen nach Hause gegangen wegen all diesen Sachen, die man lernen musste. Mir ist auch aufgefallen, dass die beiden Jungs eher sich ausgeklinkt haben und die Damen rechnen lassen wollten und die Regeln <laughs> überprüfen und so. Und wir mussten dann ja hinhalten. <laughs> Ja, ich würde sagen, das ist richtig. Das, das kann man nicht anders sagen. Ich bin auch kein. kein ich bin ähm, von, von Geburt her Mathematik-Atheist. Ja, ich bin. Na, ich würde nicht sagen Atheist. Aber ich muss sagen, Mathe war nie mein ähm, Lieblingsfach. Ich bin eher so der Geschichtenerzähler. Hat auch meine Mutter gesagt. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Und ich glaube. Also, wir wollen euch jetzt nicht damit abschrecken, dass man viel Mathematik machen muss. Man muss vielleicht mal ein bisschen was Minus rechnen, schauen, ob das, was man würfelt, etwas größer ist als das, was man sonst an Zahlen hat. Es ist keine großartige Mathematik. Es ist einfach nur Regeln. Und, wenn, und sonst könnt ihr es machen wie wir und äh, ihr lasst das die anderen machen und kümmert euch um die Geschichte. Genau, das ist auch, glaube ich, das was zählt beim Rollenspiel ist auf alle Fälle, dass man Spaß hat. Ich meine, es wird auch in den Tutorialheften immer erwähnt: Der Spielleiter, der Game Master, der spielt nicht gegen die Gruppe. Er erzählt die Geschichte und Spielt mit der Gruppe. Und das finde ich ist auch ein wichtiger Satz. Das heißt, sie spielen alle zusammen und nicht irgendwie jeder für sich oder alle gegen den Game Master oder so. Nein, jeder spielt praktisch mit den anderen zusammen und die Geschichten machen das Ganze eben aus. Und wir spielen, ihr wisst es ja alle wo, in Woldorf. Genau, in Woldorf sind die ersten Tapser und Woldorf liegt in Aventurien. Und wenn man die schwarze Katze sich anschaut, ist es eigentlich dasselbe Universum wie das. Vom schwarzen Auge, nur aus Sicht der Katzen. Katzen sehen weniger, sagt man. Also dort in den Tutorials. Na, ich glaube, dass äh, Katzen sehen eigentlich mehr als Menschen. Sie verstehen die Menschen nicht. Und es ist wahnsinnig witzig, wenn man sich ähm, das Regelwerk durchliest, wie die Professionen erklärt werden. Und wir sind jetzt sogar schon dran unsere eigenen Katzen zu erstellen. Das klingt jetzt auch irgendwie komisch. Wir erstellen, also Miri und ich, wir wollten immer zwei Katzen haben und jetzt erstellen wir uns zuerst einmal Pen- und Paper-Katzen. Aber wie gesagt, da wird es dann eine ganz eigene Folge geben. Wie erstellt man eine Katze? Wir können das sogar hier zusammen im Podcast machen. Das fände ich noch recht äh, amüsant. Und ja, jedenfalls nochmal zurück zur schwarzen Katze. Wahnsinnig schön, wahnsinnig gut gemacht, wahnsinnig genial illustriert. Das heißt, es kommen viele... Katzenbilder und die Geschichten sind so schön geschrieben. Man kann übrigens auch sehr gut mit Kindern spielen. Und dort kann ja dann auch die, wie sagt man, die Kindergärtnerin rechnen, wenn sie rechnen muss. <laughs> Nein, aber wie gesagt, es ist wirklich schön. Uns macht es sehr, sehr viel Spaß und es hat uns einfach nur gehypt. Und wir freuen uns schon auf unser nächstes Abenteuer. Es geht ja noch weiter. Wir sind jetzt beim magischen Schlüssel. Da werde ich dann... Morgen noch ein bisschen was vorbereiten. Ich habe da mal was vorbereitet, kennt man sicherlich. Und da werden wir dann das Tutorial weiterführen, weil man lernt ja nie aus. Das ist so, man lernt nie aus. Wir haben jetzt das Tutorial haben wir jetzt in dem Sinne beendet. Wir sind in Woldorf angekommen, haben unsere ersten Erfahrungen gemacht und sind jetzt eigentlich damit zur ersten Queste hingeleitet worden, eben der, der magische Schlüssel. Ja? Und ähm, damit werden wir jetzt dann die tage beginnen und ähm, ganz zu anfang steht aber gar nicht so sehr die quest im vordergrund sondern die, die figuren und ähm, das, das schöne am einsteiger set von die schwarze katze ist ja dass man schon ein, einige vorgefertigte figuren an die hand bekommt unter denen man dann wählen kann die man spielen kann ganz nach persönlicher präferenz und ähm, da haben wir uns am anfang schon ein bisschen schwer getan weil die alle so toll illustriert und, und, und äh, ausstaffiert sind dass wir gar nicht so richtig äh, entscheiden konnten, wer spielt jetzt eigentlich wen. Tja, bei mir war es so, ich spiele alle. Das ist halt also sehr lustig. Ich bin ja der Spieleleiter, der Game Master, der Dungeon Master, wie man auch immer sagen will. <laughs> Und ich, ich weiß nicht, ob es mir liegt. Das werden wir dann morgen sehen, wenn ich das erste Mal den magischen Schlüssel vortragen darf. Und das ist ähm, das erste Abenteuer, was praktisch auch von dem Spielleiter selber ein bisschen mitentworfen wird. Das heißt, du wirst an die Hand genommen als Spielleiter, du wird, du wirst äh, dir wird gezeigt, du wirst, genau, dir wird gezeigt, was du so alles tun musst, was du beachten musst. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich bin vor ein paar Tagen schon da gesessen, habe Maps auf ähm, die Blöcke gezeichnet, damit die Leute auch wissen, wo sie nachher kämpfen dürfen. Und, und, und. Und ja, wie gesagt, ich bin total gehypt immer noch. Ich lese auch schon verschiedene andere Abenteuer. Wir haben uns Kartensets gekauft, die man eigentlich gar nicht braucht, noch nicht braucht, und wir sind schon gespannt und wir sind irgendwie total gehypt und werden euch teilhaben lassen. Der erste Teil von die, also wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, weil er die Einsteigerbox auch spielen möchte, der sollte jetzt einfach mal fünf, sechs Minuten weghören. Und ich möchte euch einfach nur kurz erzählen, was wir so erlebt haben, und dann kommen wir auch gleich zu den Vorstellungen, was Patrick Rahel und Miri für Charaktere gerade spielen, dass die selber irgendwann andere Katzen spielen werden, ist klar. Und, aber ich möchte gerne einfach noch mal anfangen. Wir sind ja damals auf einen kleinen Wagen gehüpft und dann hat der Mensch, den wir nicht verstehen, angefangen zu schreien. Und dann durfte einer von euch über ein Fass gucken und dann habt ihr Raben gesehen und dieser Rabenkampf das war der erste Nachmittag der so ewig lang gedauert hat und ich dachte mir zuerst so okay wir werden alle sterben das war das erste was ich mir gedacht habe und der Kampf hat wirklich ungelogen so lange gedauert weil wir die Regeln halt nicht so verstanden haben wie sie gehören dabei ist es ja eigentlich nur angriffswert minus verteidigungswert erstmal initiative würfeln und nachher dann im endeffekt noch die Schadenspunkte auswürfeln das ist im endeffekt das also ich glaube, ich habe es richtig erklärt. Rahel ist unsere Würfelkönigin, Das heißt, die kann die Regeln, was das Würfeln angeht. Die hat mir letztens sogar noch einen Zettel geschrieben, wo AW minus lB minus PB- minus B. Und ich habe mir gedacht: Rahel, warum? Aber es war lustig, es war lustig. Ich habe äh, echt Spaß dran gehabt und Rahel kann es, glaube ich am besten erklären. Und wenn man sich die schwarze Katze und das schwarze Auge vergleicht, das schwarze Auge ist dort etwas komplexer. Glaube ich. Nein, hat man mir auch gesagt <laughs> und ich habe es auch gelesen. Und du verwendest bei äh, die schwarze Katze eben weniger Würfel, was wiederum für uns gut ist, also für Patrick und für mich. Und ja, aber nochmal zurück zu äh, wie habt ihr diesen, diesen Kampf gegen die Krähen erlebt? Weil es war ja wirklich, es hat ewig lang gedauert und wir haben nachher so einen Schädel gehabt, dass wir gar nicht mehr wollten, oder wie kam euch das vor? Also es waren, es waren insgesamt drei Krähen, die wir zu dritt besiegen mussten. Jeder hat auf einem Ast gesessen, also jede Krähe auf einem Ast mit einer Katze als Gegner auf dem anderen Ast. Und ich habe natürlich die stärkste Katze von allen gespielt, aber ich habe am längsten gebraucht, um sie zu besiegen. <laughs> am gescheitesten hat es eigentlich Patrick gemacht. Patrick, erzähl doch mal, wie hast du deine Raben, deinen Raben besiegt? Ich, ich habe eigentlich die. die äh das Ass aus dem Ärmel gezogen. Denn ich dachte mir, wie kann ich das schauspielerisch oder erzählerisch spannend gestalten? Und ich habe dann gesehen, dass, dass meine Katze als Sonderfähigkeit Finte besitzt. Das heißt, ich kann den Gegner so ein bisschen verwirren, so ein bisschen austricksen. Und ich dachte mir, es wäre aber langweilig, die Katze einfach nur auf dem Baum herumspringen zu lassen. Und dann habe ich in mein Inventar geguckt, auf meinem Bogen, den ich hier habe. Und äh, auf meinen Charakterbogen. Und dort stand, ich habe einen Löffel dabei und ich dachte mir, Krähen oder Raben, die lieben ja funkelnde, glitzernde Objekte, da sind die ganz scharf drauf und dann habe ich und dann habe ich den Löffel aus meinem Umhang gezogen und damit die Krähe habe ich da vor der Krähe herum ähm, gewedelt mit dem Löffel, danke und habe die Krähe verwirrt und dann hat sie den, den den Löffel auf den Kopf bekommen und dann war die erste Krähe hin und dieselbe Taktik hat eigentlich den ganzen Kampf über wunderbar funktioniert. Ich liebe diesen Löffel. Ja, wir lieben ihn alle. Also den Löffel. Patrick natürlich auch. Und Patrick will sicher nicht den Löffel abgeben. Genau, wir haben auch solche Sprüche sind dann öfter mal gefallen. Nicht den Löffel abgeben. Was gab es noch für schöne Sprüche? Die fallen uns sicherlich noch ein. Aber Miri, wie hast du das gesehen? Der Kampf mit den drei Krähen. Und da hast du gedacht... Es ist ja doch wie im Fantasy-Abenteuer Ritter kämpfen. Ich will das nicht. Nein, ich habe das eigentlich so gesehen, dass das jetzt einfach mal wichtig ist, um das erlernen und war da sehr optimistisch, dass das, wenn man das mal kapiert hat, dass das dann eigentlich einfacher ist und dass man dann auch mehr ins Spielen reinkommt. Also das ist sowieso generell das, was ich auch so ein bisschen die Erwartung habe jetzt in Zukunft, vor allem wenn wir dann mal die eigenen Katzen erstellen und so weiter, dass es dann... Eben kreativer wird bei jedem, dass man dann wirklich auch richtig spielen kann miteinander, Optionen selber sich ausdenkt, ebenso wie es Patrick ja schon mit dem Löffel zum Beispiel gemacht hat. <laughs> ich glaube, das ist das, was mir jetzt gerade noch ein bisschen fehlt. Das ist auch das, wo ich mir manchmal denke, ich war als Kind eigentlich sehr kreativ. Ich habe viel Geschichten geschrieben. Ich war oft in meiner eigenen Welt unterwegs, in den Gedanken. Und das habe ich so im Erwachsenenwerden so ein bisschen verloren oder verlernt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich verlernen kann, aber es ist irgendwie so ein bisschen vergraben. Und ich hoffe, dass das jetzt wieder so ein bisschen zum Vorschein kommt. Und genau, auch Rahel möchte noch was sagen. Katzen sind gut im Buddeln. Deine Fantasie wird wieder rausgebuddelt. Sehr schön. Ach, es ist schön. Ich liebe es. Ich möchte übrigens noch sagen: Wir sind hier. Zwei Deutsche, eine Österreicherin und eine Schweizerin. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal Probleme habt mit meinem Dialekt, dann sagt mir doch bitte einfach Bescheid. Nein, das war Spaß. Also, wenn ihr uns irgendwie nicht versteht, dialektmäßig, was ich jetzt nicht glaube, ich glaube, ich rede Hochdeutsch, Patrick auch, Rahel redet auch Hochdeutsch, sie versucht es. Und, oh. und, und Miri versucht auch Hochdeutsch zu reden. Nein, das funktioniert eigentlich alles sehr gut und äh, Spaß muss sein. Ihr kennt das. Und die beiden Mädchen hocken hier übrigens mit Stoffkatzen. Ja, die könnten beide in dem Pen und Paper mitspielen. Ja, wobei stehen geblieben? Genau, wir waren bei den Raben. Das Ganze hat einen ganzen Nachmittag gedauert. Wir waren, glaube ich, im Tutorial, also in dem, in dem die ersten Tabs auf Seite 4. Und dann haben wir gedacht, okay, das Heft hat zwölf Seiten ungefähr. Und dann haben wir gesagt, okay, kein Problem, wir machen das nächste Woche weiter. Haben uns dann nächste Woche, also eine Woche später dann getroffen. Und dann ging es weiter und wir haben den Rest der ersten Tapsa erlebt. Und das war auch recht lustig, obwohl nicht wirklich viel passiert ist. Das heißt, wir haben einmal gewürfelt und das war ein Rennen über die Dächer, über die Dächer und unten durch das Wolldorf. Und es war recht lustig. Und da haben wir einmal gewürfelt und dann war es schon vorbei. Dann haben wir einen kleinen Drachen getroffen. Ich sage einfach kleiner Drache. Mehr sage ich nicht, falls ihr das dann doch nochmal spielen wollt. Ich möchte ja nicht so viel spoilern. Aber es war mega, mega lustig. Hat Spaß gemacht. Und es geht jetzt praktisch morgen geht es dann weiter. Und ihr werdet das sicherlich im nächsten Podcast auch hören, was wir dort so erlebt haben. Und ich würde sagen, jetzt möchte ich eigentlich gerne mal wissen, wem spielt ihr denn eigentlich in Die Schwarze Katze? Also welche Charaktere haben euch am meisten zugesagt? Wollen wir mit den Frauen anfangen oder wollen wir mit Patrick anfangen? Ich habe das Gefühl, die, die Frauen sind ein bisschen zutraulicher geworden im Verlauf <laughs> dieses Podcasts. Deswegen können wir auch gerne jetzt die Frauen anfangen lassen. Also gut, ich spiele Gadra vom Schwertturm. Das ist eine weiße Katze, ein Vierunsbärchen von der Rasse her. Sie hat eine große Narbe über dem rechten Auge, das sie mit einer Augenklappe verdeckt, so wie Piraten es tun. Sie ist, wie ich schon gesagt habe, die stärkste Katze von allen. Hauptsächlich, weil sie sehr kräftig ist. Sie ist eine Straßenkämpferin. Sie führt ein Schwert und ein Schild, hat ein Kettenhemd an und eine sehr lockere rote cool aussehende Hose. <lacht> 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 äh, sie ist, sie ist, äh, wie soll ich sagen, sie wollte immer schon zu einer Ahnenmutter, die, die sehr gut im Kämpfen ist. Ahnenmütter sind eigentlich wie Götter. Und sie hat sehr viel trainiert mit einem Kater namens Maurik und sie ist sehr gut im Kämpfen geworden, aber irgendwie hat, es, hat sie es nicht geschafft, dass diese Ahnenmutter sie anerkannt hat als Kämpferin. Sie ist sehr beschützerisch und 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 loyal und möchte ja, möchte ihre Katzen, die zu ihr gehören, eigentlich vor allen schädlichen beschützen. Darf ich kurz eine Frage, eine Zwischenfrage stellen? Ziehst mhm. du denn ähm, gewisse Parallelen zwischen Gadra Schwertturm und dir als, als, äh, als Mensch? Also charakterlich meine ich jetzt. Äh, Gibt es da gewisse Überschneidungen in der Persönlichkeit? Also ich finde Gadra sehr schön. <laughs> hast, hast du die Figur deswegen ausgewählt? Nein. <laughs> Nein, warum? Also mir gefallen Kämpfernaturen sehr. Ich bin selbst eine Kämpfernatur. Und ja, sie hat halt dieses wilde Aussehen und ich stehe drauf. Und sie möchte alle beschützen. Ja, das, okay, das auch. Aber das liegt, glaube ich, in der Natur von Frauen. Oder, Miri? Ich glaube auch. <lacht> <lacht> so, soll ich fortsetzen? Mhm. Also, ich spiele einen Kater, nämlich Nino Blütentasche. Und der war am Anfang sehr beliebt. Irgendwie wollten den eigentlich <laughs> zuerst alle spielen. Weil, das ein ist. Weil, Weil er ein Vierungsbärchen ist, genau. Wobei ist Gadra ist ja auch ein Vierungsbärchen. Genau. Also du bist ja dann keins, aber das wirst du nachher noch erzählen. <lacht> <lacht> genau, aber Nino ist auch ein Vierungsbärchen. Und er ist auch ein Nurti-Kind. Nurti ist ja auch eine Göttin sozusagen. Oder Göttin nicht. Also es gibt ja keine Götter in dem Sinn bei den Katzen, sondern eben Ahnenmütter und Ahnenväter. Genau. Und ähm, Nino ist, also hat einen Stab bei sich, mit dem er auch kämpfen kann. Ich muss da ganz kurz äh, unterbrechen und dieser Stab oder ich sag mal so, die Waffen, die Nino bei sich trägt, die haben uns in der letzten Runde ziemlich diskutieren lassen, weil wir mehrere Ausgaben des Regelwerks haben und in verschiedenen Regelwerksausgaben stehen verschiedene Werte, was die ich weiß gar nicht, was es war, die Fernkampfwaffe äh, angeht, beziehungsweise nicht die Fernkampfwaffe. Wie heißt es nochmal? zwei Zweikampf. Äh, oder, oder irgendwie Zwei-Handwaffe. Zwei 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 die Zwei-Handwaffe, zwei genau. Und dort sind andere Werte in der Ausgabe 2, in der Ausgabe 3. Und dann gab es noch das Kompendium. Und ich glaube, es waren verschiedene Werte. Wir haben es aber dann praktisch erörtert und haben aufgrund vieler Diskussionen dann die richtigen Werte gefunden. <laughs> und es war recht amüsant. Auch das macht Spaß, diskutieren über verschiedene Waffen. Das ist wirklich gut. So, und jetzt gebe ich nochmal das Wort an Miri. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Alles gut. <laughs> genau, Nino ist, wie ich schon gesagt habe, ein nur die Kind und nur die ist meine eine Ahnenmutter, da waren wir glaube ich gerade, und nur die ist die liebende Mutter und bei ihr geht es um Wissen und Heilung und das ist auch etwas, was Nino als Fähigkeit hat, also dass er andere auch heilen kann durch sein Schnurren oder durch Wundenlecken und so weiter. Also es gibt so verschiedene Ahnengaben, die er hat. Genau. Stimmt das nicht? <laughs> <Na> doch. <laughs> was wollte ich noch sagen? Ähm, Wie genau, Nino ist eine weiße Katze mit langem Fell und er hat ähm, ja ein, was würden man das bezeichnen? Ein grünes, ein grünes Jackett. Gewand. Gewand. Ja, ein grünes Gewand an und ähm, eine Tasche immer dabei. Genau, und eben diesen ja. Stab. Und einen Hut hat er noch auf. Und es ist so, eben. Ähm, Dadurch, dass er ein Ahnenkind ist, hat er auch noch gewisse Vorteile, dass ich sehr schnell regenerieren kann. Und in was ich mich selbst wieder erkenne, sind die Nachteile. <lacht> <lacht> Nämlich seine schlechte Angewohnheit ist Langschläfer, was besagt, dass er gerne lange schläft und schlechte Laune hat, wenn er geweckt wird. Und davon Oha. kann Frank ein Lied singen. <laughs> ja, ich habe auch schon schlechte Laune erlebt, wenn ich Miri geweckt habe und es war noch mitten in der Früh, so gegen elf, halb zwölf. Nein, das ist alles schon passiert. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es ja cool, wenn man sich Charaktere nimmt, die einem sehr ähnlich sind. Ich frage mal den Patrick, wie es denn mit seinem Charakter aussieht, der eigentlich einen deutsch-französischen Namen hat und in einem gedönst wohnt. Du möchtest also sagen, dass Merot aus dem Fass sehr viele Parallelen zu mir aufweist. Ich, ich bin ein Müllwühler. Genau, der französische Name Patrick macht es natürlich. Genau. Ich, also. Ich spiele äh, den guten Merot aus dem Fass, der heißt tatsächlich so. Ist eine recht unscheinbare Erscheinung. Also, wir haben hier einen grau getigerten, ähm, man kann sagen, eine europäische Kurzhaarkatze vor uns ähm, mit gelben Augen und ähm, ja, einem, einem Umhang aus Lumpen eigentlich. Er trägt nicht wirklich äh, ausgefeilte Kleidung, sondern es ist eigentlich eine Kapuze und ein Umhang aus, aus Lumpen. Auf der Abbildung hier hat, trägt er noch ein, ein Küchenmesser bei sich, das er als Waffe verwenden kann. Und äh, Merod aus dem Fass ist ein äh, sehr vorsichtiger und misstrauischer Charakter. So habe ich ihn zumindest kennengelernt in den Stunden, die ich in denen ich ihn spielen durfte. Ähm, er hat einen gewissen Leidensweg hinter sich, äh, ist äh, halt eine, eine, ein Streuner, eine Straßenkatze. Und ähm, deswegen vertraut er eigentlich niemandem so wirklich, ist immer misstrauisch, wenn jemand auf ihn zukommt, dann ist er sehr vorsichtig. Was allerdings bei ihm äh, oder für ihn auch den Vorteil hat, er kann sich sehr lautlos bewegen und kriegt dadurch vieles mit, was in der Stadt und äh, in, in, der, in der Welt, in der er sich bewegt halt, äh, passiert. Weil er eben aufgrund seiner abgerissenen Erscheinung nicht so auffällt. Ob jetzt da gewisse Parallelen zu mir selber bestehen, das darf jeder für sich selber entscheiden. Warum ich ihn gewählt habe, ähm, ich weiß natürlich nicht, ob die geneigte Zuhörerin, der geneigte Zuhörer, die ähm, die Souls-Spiele kennt von FromSoft. Mache ich jetzt Werbung dafür? Ich hoffe nicht. Ähm, und dort gibt es ähm, immer eine, also es ist eine, eine Videospielreihe und dort gibt es immer die Klasse Bettler, die man spielen kann. Und. In, äh, gegen, also im, im Vergleich zum, zum Zauberer und dem Ritter und dem Dieb und was es noch alles so für Charakterklassen gibt, erscheint der Bettler halt immer quasi nackt, ohne irgendwelche Ausrüstung und mit, also eigentlich äh, zieht ohne irgendwelche Möglichkeiten, ohne irgendwas in die Schlacht. Und das Geniale daran finde ich eben, dass diese Figur am meisten Potenzial hat, weil ich glaube, aus diesem Nichts kann man wirklich, das ist wie, wie so eine leere Leinwand. Da, da hat man noch den ganzen Platz frei und kann sich frei entfalten und frei schaffen damit. Und du klingst immer sehr nasal, wenn du ihn sprichst. Finde ich immer recht äh, angenehm. Ja, denn ich finde, ich finde das, das klingt immer so ein bisschen, äh, wie, soll, wie soll ich sagen, das, das klingt so ein bisschen wie jemandem, der einfach niemandem vertraut und so ein bisschen in sich gekehrt ist. Deswegen spreche ich Merot aus dem Fass gerne ein bisschen nasal. Und ich glaube, die Miri wollte noch was erzählen. Miri, erzähl uns was. Genau. Ich wollte noch was dazu sagen, weil ich jetzt vorher gesagt habe, ich identifiziere mich mit ihm nur aufgrund von seinen schlechten Angewohnheiten. Das so ganz so ist es dann doch auch nicht. Also ich glaube, ich habe ihn sehr faszinierend gefunden. Also den Nino einfach auch, weil er ein Heiler ist und weil er auf die Gruppe schaut und weil das durchaus schon auch was ist, was mir entspricht. Weil ich würde mich jetzt nicht als, also ich bin, glaube ich, im realen Leben schon eine Kämpfernatur, aber nicht mit Waffen, sondern eher so, dass ich sehr durchhalte, Willen habe und ja auch schwierige Zeiten gut überstehe. Das schon, Kämpfernatur, aber halt weniger die, die jetzt mit Schild und Schwert auf irgendjemand losgehen würde <laughs> im realen Leben. Also das ist jetzt weniger das, was mich so fasziniert, aber finde ich durchaus auch spannend, das vielleicht zu spielen. Ich weiß noch nicht, wie mein Charakter nachher aussehen wird. Weil man kann ja auch etwas spielen, was einem nicht so entspricht. Das ist durchaus auch reizvoll. Genau, das wollte ich noch sagen. Ja, finde ich gut, dass du das äh, sagst. Ich möchte jetzt noch mal äh, zu unseren Abenteuern kommen. Also ihr werdet sicherlich noch äh, miterleben, was wir alles erleben. Also ich hätte gerne, dass wir im Podcast ab und zu eben darüber sprechen, was wir so erlebt haben. Morgen geht's dann los, morgen wird es richtig, richtig, richtig krank. <laughs> das heißt, die bereiten sich jetzt schon darauf vor, etwas zu erleben, was sie noch nie erlebt haben. Und ja, ich sag mal, wenn man zum Thema Rollenspiel kommt und sich wirklich damit beschäftigt, ich meine, ich habe mir 100 Seiten durchgelesen von wegen, wie kann ich ein Spielleiter sein, der den Leuten Spaß vermittelt. Es gibt ja mehrere, ich sage jetzt mal, Typen von Spielleitern. Es gibt den Geschichtenerzähler, dann gibt es den Strategen, dann gibt es den, der auch noch irgendwelche Rätsel mit einbaut und die Leute hocken fünf Stunden an Rätseln, die sie nicht lösen können. Nein, so ganz bin ich nicht. Also ich glaube, dass ihr Spaß haben werdet. Ich freue mich aber auch selber dann schon mit meiner eigenen Katze in den Abenteuern meiner Freunde hier zu kommen. Ihr werdet auf dem Cover des ähm, Podcasts Dice and Paws gesehen oder gelesen haben. Da steht. Patra Framir. Und ja, was ist Patra Framir? Es klingt wie ein geiles indisches Essen, es ist aber ein bisschen mehr. Es sind vier Freunde, die einfach vom Vornamen die Buchstaben genommen haben und zusammengesetzt haben. Ja, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Das wäre auch noch ein geiler Rollenspielname. Patra Framir, die Katze aus dem Gemüse. Ich habe keine Ahnung. Also, man weiß es nicht. Aber wie sind wir auf den Namen gekommen? Eigentlich ganz einfach, wir haben einen Freundes-WhatsApp-Chat äh, gründen wollen, damals, weil wir, was haben wir gemeinsam weil gemacht? Weil wir Freunde wurden. Ja, weil wir Freunde <laughs> wurden, aber, ah, nein, ich weiß, ja, weil wir Freunde wurden und weil wir uns für Halloween damals verabreden ah, wollten, ja, vor, genau. vor zwei Jahren, glaube ja. ich, jetzt bald, nein, nicht ganz, eineinhalb Jahren ungefähr. Das. Und da haben wir, glaube ich, so einen Vierer-Chat äh, entwickelt sozusagen und ich bin irgendwie generell Freundin von solchen Abkürzungen, die zusammengesetzt sind. Habe auch schon mit anderen Freundinnen so einen Chat, den Sami-Li-Chat, <laughs> Sandra, Miriam, Lisa, genau. Und irgendwie bin ich dann, habe ich so gebrainstormt und dann habe ich mir gedacht, das klingt eigentlich am coolsten so. Und dann hat der Chat den Namen gekriegt und so ist Patra Frami entstanden. Ja, vielleicht noch Pat für Patrick, Ra für Rahel, Fra für Frank und mir? Mir für Miriam. Das <laughs> oh, ist einfach schön. Es macht Spaß, mit Freunden einen Podcast zu machen. Und ich würde sagen, wir machen auch gleich noch ein bisschen Werbung. Wie gesagt, ich möchte noch ein bisschen was über Patrick sagen. Patrick hat jetzt Voll. sein oh. erstes Buch veröffentlicht. Das wird Miri vielleicht nicht lesen. Na doch, sie wird es lesen, aber es ist ein Fantasy-Roman. Ist es ein Roman oder ist es mehr als ein Roman? Entschuldigung, natürlich werde ich das lesen. Aber nur, wenn es signiert ist. Aber jetzt, Patrick, ist es ein Roman oder ist es ein Buch? Wird es ein Sechsteiler oder wird es ein Game of Thrones? Wird es ein, ist es ein Katzenabenteuer? Es ist äh, sehr vieles davon, tatsächlich. Es ist so ein bisschen äh, alles von dem, was du genannt hast. Nein, es ist tatsächlich, es ist ähm, ein Fantasy-Roman. Ich plane allerdings daraus einen Dreiteiler zu machen. Wobei ich dazu sagen muss, die sind hier nebenbei mit den, mit den katzenfigürchen am spielen ähm, wobei ich allerdings dazu sagen muss der erste band den ich jetzt rausgebracht habe ist streng genommen schon der dritte oder vierte dieser reihe das heißt es gibt schon einige vorgeschichten die ich allerdings eher für mich selber und meine freunde geschrieben habe und nie veröffentlichen wollte und auch wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal veröffentlichen werde ich weiß es nicht auf jeden fall genau ist jetzt ähm, mit Myrinja Auftakt der Dämmerung äh, mein erster Publikumsroman quasi gestartet und es soll irgendwann mal ein Dreiteiler werden. Genau, ich wollte gerade fragen: Myrinja. Genau, Myrinja Auftakt der Dämmerung. Myrinja ist quasi die Welt, in der dieses Fantasy-Abenteuer dann spielt. Und im Untertitel hast du noch stehen, dass auch Katzen vorkommen. Ja, genau, denn ich habe mir eine eigene äh, Katzenrasse quasi ausgedacht. Das war auch lange, bevor ich äh, von die schwarze Katze gehört habe oder von Pen und Paper wusste. Denn entstanden ist dieses Projekt eigentlich ähm, vor einer halben Lebensspanne. Also ich habe das wirklich mit 16 Jahren ungefähr habe ich angefangen, das Konzept dafür zu machen, mir die Figuren auszudenken, den Plot zu schreiben und so weiter. Und erst jetzt, also ihr seht, man braucht vielleicht Vielleicht ein bisschen Durchhalte willen, wenn man sein erstes Buch versucht zu veröffentlichen. Erst jetzt mit, äh, bald Mitte 30 habe ich es denn geschafft, das ganze Ding zu meiner Zufriedenheit fertigzustellen. Genau, weil Rahel musste noch ab und zu die Würfel zählen und äh, <laughs> einiges. Äh, ich glaube, Rahel ist die, wie sagt man, Lektorin, die äh, korrigiert, Korrektur liest oder wie sagt man, ich bin jetzt kein Schriftsteller. Ja, ich habe Logikfehler und Schreibfehler entdeckt. Und ihn darauf hingewiesen. <laughs> also das ist wie, wenn du im Kino sitzt und du denkst, okay, jetzt hat die Frau noch Blut an sich und die nächste Szene, das Blut ist weg. Und genau so funktioniert das. Aber wie kommt man auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Ich meine, ich habe früher auch geschrieben, aber ich habe mir eine Schallplatte angehört. Also das sind diese Vinyldinger, die man auf einen Teller gelegt hat, mit einer Nadel abgespielt hat. <laughs> Viele von euch kennen das vielleicht nicht mehr. Aber wie gesagt, ich habe... Das erste Hörspiel, was ich gehört habe, war Star Wars und ich habe einfach Star Wars umgedichtet und einfach meine Freunde und mich in dieses Abenteuer versetzt und ich war immer Yoda, ich weiß nicht warum. <laughs> Aber das Lustige ist, genauso habe ich damals auch angefangen. Das heißt, ich wollte eigentlich Geschichten erzählen, in denen äh, meine Freunde und ich die Hauptrolle spielen und ganz am Anfang waren das halt auch noch so zusammengewürfelte Geschichten aus den Comics und den Serien, die ich damals äh, geguckt bzw. gelesen habe. Und war, war, wie kommt man zum Schreiben? Es ist eigentlich, bei mir ist es zumindest ist es ganz einfach. Mein Kopf ist so voll mit Gedanken und Ideen und kreativem Stuff, dass das irgendwo hin muss. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich nicht schreiben würde, wenn ich jetzt auch nicht oder vielleicht auch nicht mehr schreiben könnte, würde mein Kopf explodieren. Okay, das finde ich noch eine gute Erklärung. Mein Kopf ist auch immer voll, aber ich kriege den immer ganz schnell leer. Ich weiß nicht, das ist äh, ja, das ist, äh, ganz komisch. Aber ich habe auch viele Ideen und dann, so kam es dann auch eben zu diesem Podcast, den wir jetzt hier hören und zusammen machen. Und ich freue mich auf alle Fälle, dass wir noch einige, viele mehr Podcasts zu dem Thema Rollenspiel, die schwarze Katze, Pen und Paper. Und es gibt so viel zu erzählen und ich weiß gar nicht, was wir in der nächsten Folge machen werden. Ja, habe ich gehört. Okay, nein, wir sind eh noch nicht äh, ganz durch. Wie gesagt, morgen werden wir unser nächstes Abenteuer haben. Was ich gerne von euch da draußen hätte, wäre, wenn ihr Wünsche habt oder sagt, hey, schaut euch mal Hexen 1783, 88. Hexen wäre auch sowas, was mich interessiert. Und oder Cthulhu, das Universum, das würde mich auch noch faszinieren. Da haben wir nämlich auch aus München was mitgebracht. Und zwar ein riesen Bollwerk an Regelwerk und auch Abenteuer. Aber wir sind jetzt erstmal mit der schwarzen Katze jahrelang beschäftigt. <laughs> Wir werden uns, was die Spielleiteraufgaben angeht, abwechseln. Also wir haben schon gesagt, dass jeder mal Spielleiter sein darf. Eigentlich ist in der Welt des Rollenspiels der Spielleiter die Person, die am wenigsten gemacht werden möchte, sage ich immer, weil das mit Arbeit verbunden ist. Ich sehe es aber gar nicht so. Ich sehe es eher anders. Ich sage, es macht Spaß, für die Gruppe was zu machen und wir werden den Spaß gemeinsam erleben und ich hoffe, euch wird es dann Spaß machen, aber ich denke, da gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass das auch so sein wird. Was hat uns dazu bewogen, diesen Podcast Dice and Paws zu nennen? Das ist auch ein ganz wir waren eigentlich in der Situation, in der guten Situation Titel zu haben und dann haben wir uns gedacht, was nehmen wir denn für einen Titel? Es waren Titel da wie Katzenkarussell. Vier für ein Halleluja. Genau, vier Pfoten für ein Halleluja. Was gab's noch? Einfach nur Katzenjammer oder Katzenauge oder was war noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Katzenzungen, genau. Ja. ja. Es gab noch äh, The Perfect, The Perfect äh, Pen -and Paper Podcast, was aber so ein bisschen zu einem Zungenbrecher äh, geworden wäre, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Und ähm, was haben wir noch gehabt? Kratzbürsten und Würfelglück, ja, da ist es äh, fast geworden. Äh, Felinen Fantasy, Kitty Quest, Dungeon, Dungeons sind mehr als das. Auch sehr gut. Ja. Okay. Aber jetzt, ja, möchtest du sagen, wie wir, wie, wie wir uns äh, letztendlich entschieden haben, beziehungsweise äh, auf welchem Weg wir dorthin gekommen sind letztendlich? Wir haben den Chat-GPT gefragt. Oh ja, yeah. so, <laughs> so wie das aktuell on vogue ist. Oder wenn ihr das in zehn Jahren hört, damals 2023, als der Chat-GPT noch ganz neu und frisch war und ganz wunderbare... Zaubertechnik, da haben wir das Orakel ChatGPT gefragt. Gib uns einen Podcast Namen, o oh großes ChatGPT. Aber das spannende war, es ist eigentlich eine Mischung aus ChatGPT und unseren eigenen Ideen dann geworden so. ja. Genau, und deswegen sind wir dann bei Dice and Pause gelandet. Ich habe am Anfang gesagt, okay, Dice and Pause, das klingt mir zu englisch, wenn wir dann äh, Leute haben, die durchscrollen in den Podcast Spotify-Listen, dieser und wo wir überall sind, dann könnten die denken: Oh, das ist ein englischer Podcast, den will ich nicht hören, ich will einen deutschen Podcast. Deswegen haben wir dann eben Dice and Pause und eben den deutschen Untertitel dazu genommen, der mir gerade wieder entfallen ist. Aber das soll <laughs> euch gerade nicht kümmern. Der Name entstand eigentlich zehn Minuten vor Beginn des Podcasts. Und der Untertitel ist Würfelglück und Katzenjammer. <laughs> Also, da habt ihr es wieder. Es gibt Leute, die müssen würfeln und es gibt auch Leute, die müssen für mich denken. Das ist aber auch ganz normal. Als Spielleiter hat man andere Sachen mhm. im Kopf. Nein, was wollte, ich, was wollte ich jetzt noch sagen? Und ja, was erwartet hier jeder von diesem Podcast? Also, ich selber spreche jetzt gerade mal für mich. Ich erwarte, dass mir dass wir viel Spaß zusammen haben werden. Wir lachen ja jetzt schon, das ist auch gut so, Lachen ist gesund und ich erwarte einfach, dass wir viele spannende Abenteuer erleben, dass wenn jeder Spielleiter ist, man sogar noch was lernen kann von den anderen zum Spielleiten und ich bin gespannt auf Patrick seine erste Geschichte. Patrick schreibt glaube ich sogar ein Buch über die Katze, die er kreieren wird. Oh. Ob es ein ganzes Buch wird, da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe auf jeden Fall Geplant. Darf ich meinen Kanal hier erwähnen? Das, dazu wäre ich jetzt gekommen. Ach so, okay, alles klar. Ich besitze seit kurzem einen YouTube-Kanal. Ihr findet ihn, wenn ihr bei YouTube hinter meiner Stirn eingebt und nach der Waage sucht, nach dem Wagen-Symbol mit dem Lorbeerkranz. Und dort veröffentliche ich regelmäßig Kurzgeschichten und es werden, so der Plan, demnächst auch kleine Geschichten rund um die schwarze Katze und unsere Figuren, unsere selbst erstellten Figuren darin erscheinen. Das ist ja genial. Und äh, übrigens verdiene ich kein Geld. Patrick bezahlt mich nicht. Patrick bezahlt mich nicht dafür, dass ich Werbung für sein Buch mache. Er ist einfach nur ein guter Freund. Ich werde sein Buch hoffentlich signiert bei äh, bald hier liegen haben, weil ich möchte es lesen. Ich habe ich kann nachts nicht mehr schlafen. Aber Oha. auch das ist ein anderes Thema. Oha. Wie gesagt, ich möchte das Buch unbedingt lesen. Nein, und äh, das ist ein Fanprojekt, was wir hier machen. Hätte ich das am Anfang sagen müssen, ich glaube, das äh, reicht, wenn ich es auf der Webseite stehen habe. Jedenfalls ist es ein Fanprojekt, was wir hier machen. Zum Thema Pen and Paper die schwarze Katze von Ulysses Spiele. Ja, gibt's noch irgendwas zu sagen eben die Erwartungen, da waren wir gerade stehen geblieben mhm. und ich möchte die Erwartungen eigentlich von euch noch hören und dann ja, schieß mal los. Was erwartet ihr euch von diesem Podcast und von unseren Rollenspielen? Ich wollte gerade fragen vom Oh, ich wollte gerade fragen vom Podcast oder von den Rollenspielen, aber in dem Fall meinst du von beidem. Also, von den Rollenspielen habe ich, glaube ich, vorher schon gesagt, was ich erwarte, so ein bisschen, dass meine Kreativität und meine Fantasie wieder angeregt werden, wieder zum Vorschein kommen. Und natürlich, dass wir ganz viel Spaß miteinander haben als Freunde, dass wir Zeit miteinander, also eine gute Zeit miteinander verbringen, wie wir es ja jetzt schon machen, aber einfach wieder mit etwas anderem. Und was ich vor allem auch so reizvoll finde dran, ist, dass es mal etwas ist, fernweg von jeglichen Bildschirmen oder technischen Sachen, sondern wirklich. Pen and paper im klassischen Sinn, also einfach Stift und Papier und unsere eigene Fantasie und ja einfach miteinander Zeit verbringen, ohne einen Bildschirm vor sich zu haben. Und ich freue mich sehr auf die Geschichten, die herauskommen werden und all den Spaß, den wir haben werden. Und es wird regelmäßiger Spaß werden, weil wir müssen uns regelmäßig treffen, damit die Geschichten auch weitergehen. Und ich freue mich sehr darauf, sehr viel Zeit mit den dreien zu verbringen. Und ich freue mich immer wieder auf das gemeinsame Essen davor oh. oder danach. <laughs> Morgen gibt es Pizza. <laughs> genau, es ist wieder Pizza-Freitag. Ähm, worauf freue ich mich am meisten? Ähm, genau wie Frank äh, liegt mir das äh, Geschichten erzählen sehr nahe. Das heißt, ich freue mich vor allen Dingen ähm, auch auf die Geschichten, auf die Abenteuer, die wir gemeinsam erleben werden. Ich freue mich tatsächlich auch mal darauf, der Erzähler zu sein und das auszuprobieren, äh, was es mit mir macht und wie das sein wird. Und meine eigene Katze zu erstellen, das finde ich sehr spannend, mit einer eigenen Geschichte dahinter und halt generell in diese ganze Welt Aventurien und Woldorf einzutauchen und daraus vielleicht auch Inspiration für meine eigenen Werke zu ziehen. Und die Erwartungen an den Podcast sind natürlich euch an diesem Spaß und dieser Freude teilhaben zu lassen. Auf jeden Fall. Das hat sie jetzt schön gesagt. Und ich wollte noch sagen, Miri hat gesagt, fernab von allen Medien, Bildschirmen etc. Ja, da habt ihr äh, an mir, glaube ich, den falschen, weil ich habe nämlich VTT Foundry entdeckt und VTT Foundry ist Virtual Tabletop und auch dort gibt es die schwarze Katze. Man kann dort eben auch Abenteuer bauen, Abenteuer schreiben und diese online mit anderen spielen und oder veröffentlichen. Das ist ein Thema, da gehe ich auch gerade im Moment voll auf. Aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, da könnte man einen eigenen, eine eigene Folge draus machen. Aber ich würde sagen, wir haben es jetzt eigentlich. Also falls ihr, falls mal kein Podcast kommt, dann und ihr Frank nicht mehr findet, dann wisst ihr jetzt, wo er ist. Genau, ihr findet mich dann in VTT Foundry. Nein, nicht ganz. Es <laughs> ist ja nur die Software, aber es gibt auch Foren und hin und her. Aber ich bin auch viel am Lesen, muss ich sagen, zum Thema die schwarze Katze. Das macht Spaß, das Regelwerk von hinten nach vorne durchzulesen. Jede freie Minute schaue ich mir irgendwie an, wie funktioniert das Würfeln? Wie erstelle ich mir eine Katze? Muss ich mir eine Geschichte ausdenken oder auch nicht? Ich würde sagen, für Folge 1 könnte es gewesen sein, außer ich habe was vergessen. Ich möchte euch noch bitten, wenn ihr Feedback habt, gebt uns doch bitte Feedback, was können wir besser machen, sollten wir das Ganze strukturierter und organisierter aufbauen. Das ist das, was mir gerade aufgefallen ist. Ich habe mir so viele Sachen überlegt, wie wir von A nach B bis Z durchgehen und gemacht haben wir es ganz anders, was aber auch okay ist. Ich glaube, so kommt der am natürlichsten rüber. Ich freue mich auf eure Wünsche und euer Feedback. Und wenn ihr wollt, dass Patrick in der nächsten Episode weniger Werbung macht, dann könnt ihr das natürlich auch mitteilen. Für mich ein bisschen schlecht, muss ich gestehen. Nein, das musst du nicht. Wie gesagt, das ist ja vollkommen okay. Und wir lieben ja deine Geschichten und warum sollen nicht die anderen draußen auch dran teilhaben ja. an dem Buckelbier? Warum nicht? Nein, es ist wirklich schön und ich finde das gut. Und wir kriegen ja dafür kein Geld. Also, wie gesagt, das ist alles, hat alles seine Richtigkeit. Schaut doch einfach mal beim Patrick vorbei. Ihr könnt auch bei mir auf YouTube vorbeischauen, wenn ihr wollt. Mache ich jetzt auch Werbung. Dort findet ihr noch einen Teaser zu Die Schwarze Katze, dem Podcast, wie ich es mal gedacht hatte. Es ist aber alles ganz anders gekommen. Das ist auch gut so. Jedenfalls findet ihr mich, wenn ihr auf YouTube einfach nach dem Erdbeermann sucht. Ja, dann findet ihr mich und ihr könnt, ich, ich habe es eh verlinkt, das heißt, hier auf der Webseite könnt ihr einfach. Schauen und dort findet ihr sämtliche Facebook sonstige Informationen. Erdbeer wieder Bär. Genau, Erdbeer. Ich bin praktisch ein roter Bär mit ä geschrieben am Schluss, nicht die Beere, sondern der Erdbeer. Und den Spitznamen habe ich übrigens nicht vom Rollenspiel oder doch, aber nicht bei Pen und Paper. <laughs> Jetzt fangen alle an zu lachen. Nein, das ist auch gut so. Nein, nein. Und ich würde sagen, hey das war's jetzt für Folge 1. Es hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Ich wollte die Folge schon so lange aufnehmen. Und ich freue mich schon auf viele weitere Folgen mit euch da draußen und natürlich hier mit Miri, Rahel und Patrick. Ich sage schon mal Tschüss, danke und. Danke auch und habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und ich bin froh, dass wir aufgetaut sind. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Merod aus dem Fass. Ja.